So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh, ja, mit der Kamera geht's auch. Achso. Mal hier einstellen, was ist denn hier los? Ja. Auf der Kamera wirkt immer so dunkel. Na, wobei, ne, doch, haut relativ gut hin. So dunkel ist es auch im Echten. So, Glück. So. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, meint das tatsächlich? Oh, wo ist jetzt das Richtige ist? Das muss es sein. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge von Mind Test Creator Server Let's Play. Einfach weil ich gerade Bock drauf habe. Ne? So, mal ganz kurz gucken hier. Lalalala. Spiel beitreten. So, ah genau. Wir gehen mal ganz kurz als Walker rein. So, gleich müsst ihr auch was sehen. Bitte OBS, macht dein Ding. Ja. Oh. Einmal gefoolt. So, schön hier Vollbild. Vollbild. Sehr schön. So, wir sind in den Bäumen. Oh ja. Es hat sich einigermaßen ein bisschen. Danke dafür. Einigermaßen ein bisschen was getan. Und zwar, zum einen, ne, wie man gerade auch schon sieht, wir haben einen neuen, sehr aktiven Spieler bei uns am offenen Server. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, aber diesen Herr Toadi. Keine Ahnung. Genau, der hat hier so direkt am Spawn, denn hier ist ja unser Spawn, hat er hier so ein schönes kleines Bürgchen, also eine Burg gebaut. Ne, wir haben ja bereits hinten eine, da so, haben wir schon seit längerem eine. Die ist aber noch vor dem, also von sehr alt mittlerweile, vor der großen Pause, und die ist jetzt relativ neu. Dadurch, dass er hier so schön und aktiv baut, habe ich ihn, wie man unten auch schon sieht, mittlerweile das Recht gegeben, am gesamten Spawn bauen zu dürfen. Man sieht hier, ne, überall darf er bauen. Mal gucken, was er daraus macht. Ob er weiter nur bei sich da baut oder ob er dann wirklich irgendwann hier ausweitet. Werden wir sehen. Ich gebe ihm da keine Vorgaben. Ich habe ihm nur eine E-Mail geschrieben, also eine In-Game-E-Mail, dass er jetzt überall bauen darf am Spawn. Hat er auch noch nicht so drauf geantwortet. Von daher mal gucken, was daraus wird. Bin ich mal sehr gespannt. Und ansonsten, weswegen ich auch gerade noch als Walker on bin, hat sich ein bisschen was bei unserem, wow, bei unserem Zentrifugending getan. Also zum einen habe ich beim Forum eine Antwort bekommen, dass wohl einer das geschafft hat, also eine Zentrifuge gebaut hat, die relativ schnell ist und es gerade mal in 1,3 Stunden schafft, sich da so ein 3,5er zu holen. Und ja, ich habe mich da mächtig verkalkuliert. Hier ist ja unsere Zentrifuge und zwei Sachen. Erstens habe ich es drastisch unterschätzt, wie stark der Effekt ist, dass wenn hier einer gemahlen wird, also zwei Items gemahlen werden, dass dann einer nach da geht und einer zurückgeht. Durch dieses, ne, durch dieses Rückführen und dann hier wird wieder gebacken und geht dann direkt wieder nach da. Durch dieses Hin- und Herspielen zwischen denen ist es halt ein extremer Geschwindigkeitsboost. Es ist also nicht so, dass es von jedem zu jenem immer halb so schnell wird, sondern es ist kaum merklich. Die Pipeline brauchst du eine Weile, um erstmal anzufangen, aber sobald die Pipeline einmal läuft, geht es relativ schnell. Man merkt auch schon, ich habe jetzt hier, hab ich geleert. Ah, die alte ist ja. Das ist ja die alte Zentrifuge, die ihr auch kennt. Ich habe mittlerweile auch eine neue gebaut, aus anderen Gründen. Weil bei dieser Zentrifuge ist das Problem, sie sieht zwar optisch gesehen sehr schick aus, ne, mit diesen Leitungen, die so rundherum gehen,
Das Problem ist halt auch, jedes Item, was rausgeht, muss erstmal eine ganze Runde rummachen. Und eine Runde besteht eigentlich aus 4 Runden. Ja, weil man hatte hier vier Kreisläufe, bevor das Ding wieder von vorne beginnt. Das heißt, die Items gondeln hier erstmal relativ lange im Kreis umher, bis die dann irgendwann wieder da angekommen sind, wo sie gebraucht werden. Deshalb habe ich jetzt eine zweite Zentrifuge gebaut. Das Ding hier. Und hier ist es wirklich so, wie es technisch am sinnvollsten ist, dass hier aus den Zentrifugen die beide, die rauskommen, rausgehen. Ja, hier zum Beispiel werden die 3,4er gebacken. Gebacken, sag ich schon. Also hier zentrifugiert. Das heißt, es kommt ein 3,5er und ein 3,3er raus. Und die werden hier hinten mit diesem Ding auch genauso aufgeteilt. Ja? Die 3,4er hier bei dem Grün gehen hier rein. Und dann gehen die 3,5er zu den Blauen und die 3,3er zu den Roten. Ja? Das heißt, die 3,3er gehen direkt zu dem hier, gehen dann hier bei dem Grün in den und die 3,5er gehen direkt hier zu dem. Ist also viel direkter. Und dementsprechend ist der hier auch nochmal wesentlich schneller. Und genau, hier habe ich einen ersten Testlauf gemacht. Mit 500 Blöcken, glaube. Wobei man die 500 Blöcke nicht mit einmal hier reinmachen darf, sondern immer nur ein Stack kann man hier reinmachen. Ansonsten hat man bei dem 07er hinten wieder, dass die Pipe überläuft. Auf jeden Fall, genau, hat man hier fast 300 Blöcke mit 00er und 50 Blöcke 35er. Und das Ganze war innerhalb von, weiß nicht, 5 Stunden oder so fertig. Also 50 Blöcke innerhalb von 5 Stunden. Das ist heftig. Und wer sich wundert, okay, ich habe 500 reingemacht, da fehlen 150. Ja, die restlichen 150 sind alle noch hier drinnen. Weil ja bei diversen Dingern immer einer übrig bleibt. Und bei einer wird die Maschine nicht angeschmissen. Das heißt, hier überall sind noch mehrere drinnen. Genau. Deswegen kommen immer nicht alle hinten raus. Sorgt aber dafür, dass wenn man hier wieder welche reinwirft, der Vorgang beim nächsten Mal schneller anläuft, weil überall bereits ein bisschen was drin ist. Also hat Vor- und Nachteile. Genau, von daher, die Zentrifuge jetzt so arbeitet tatsächlich relativ gut. Und steht also mit unserem kleinen AKW nichts mehr im Wege. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Diese Brennstäbe braucht nochmal. Ihr braucht nochmal zum einen 6 Brennstäbe. Ist das Ding Nuke oder? Nee, Nuke waren diese Pfeile. Ach, genau. Uran. War einfach Uran, genau. Genau, hiervon brauchte man 6 Stück. Heißt also, wir brauchen 30 von diesen Dingern. Ja, haben wir mittlerweile ein paar. Jetzt müsste man natürlich mal rausgucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir hier ursprünglich reingepackt hatten. Ich glaube, ich hatte da mir irgendwann mal eine Nachricht geschrieben, hatte die dann aber auch wieder gelöscht, weil ich das Ganze als ja, unmachbar fand. Ich gehe mal ganz kurz in meinen Bildschirmmodus. So. So. Und guck mal, ob ich hier gleich noch mal das Video finde. Achso, ja, okay. So, das waren die hier. So, genau. Gucken wir mal hier ganz schnell durch. Müsste eines der letzten Videos gewesen sein. So. Das war alles schon, wo ich angefangen habe zu bauen, genau. Hier habe ich ursprünglich angefangen. Genau, da hatte ich auch noch die Nachricht. Und die Nachricht hatte ich dann irgendwann einfach gelöscht gehabt. Oh, das war schon einmal zu weit. Da, 178 hatte ich. Okay. Jetzt mal, wir können mal ganz kurz gucken hier.
Ja, genau, da hatte ich überall nachgerechnet gehabt und da kam ich dann irgendwie auf 178 oder sowas, die ich zusammen hatte. Ja. Gut, das heißt, wir hatten 178, also ungefähr ein Zweidrittel hiervon, von dem, was wir jetzt haben. Oder sagen wir mal besser, boah, ein Drittel kommt da ungefähr hin, ne? Tja, das heißt, aus einem Drittel bekommt man gerade mal so ungefähr 20 Stück raus. Wir bräuchten also echt noch ein bisschen mehr Uran, um den Reaktor einmal zum Laufen zu bekommen. Ist aber egal, ich nehme trotzdem jetzt erstmal die 30 weg. Danke, Herr Walker. So, und aus denen können wir jetzt hier unseren Kompressor 30 Ingots machen. Läuft der? Ist bereit. Aber warum läuft er nicht? MV-Kompressor ist bereit. Ach nee, Ingot-Kompressor. Ja, ich brauche erstmal hier diesen Ofen da. Genau, mit dem mache ich dann daraus die Stäbe. So war das. Glaube ich zumindest. Ja, schön schnell, ne? Ist ja hier auch MV-Technik. Was sich halt anbietet, weil ja sowieso alles MV ist, ne? Da oben habe ich HV-Technik und die Solarzellen, damit ich halt schön viel Strom habe, ist halt HV. Aber ab den Transformatoren da oben geht es dann halt direkt mit MV weiter. So, und die kommen jetzt hier rein. Ah, sehr schnieke. Ja, da wird sich Ronix freuen. Das läuft der wie im Stich. Achso, hier erstmal wieder in den Fenstermodus umschalten. So, perfekt. Jetzt haben wir wieder volle 60 FPS. Ja, sehr gut. Okay. Habe ich das Haus gesetzt? Ja, habe ich. So. Dann würde ich mal sagen. Upsili. Ich weiß gar nicht mehr, wo die waren. Ich glaube, die waren hier und dann hier, ne? Nö. Diese Kofferchen, voll süß. Wo waren die denn? Oder waren die unten? Irgendwo hatten wir die hier gelagert? Nee, ne? Ist ja auch egal. Ich packe das einfach hier bei mir im Zimmer rein. Da, nee, da so. Bam. Fertig. Ist der ganze Raum hier direkt verstrahlt. Easy. Ja, und dann gehen wir mal, würd mal sagen, gehen wir mal raus. Und gehen als Ronix wieder rein. So. Und noch was. Ich habe herausgefunden, woran es liegt. Ich hatte Glaube erzählt gehabt, dass ich Probleme hatte mit diesem Dora-Mod, ne? Dass diese Icons bei mir nicht angezeigt wurden. Es hat sich mittlerweile geklärt, woran das liegt. Und zwar spiele ich privat ohne Shader. Und diese Dinger brauchen Shader. Und das ist mir deswegen nicht. Also, ich habe mich vorhin nicht deswegen gewundert, weil ich dachte, dass meine Let's Play-Variante auch ohne Shader läuft. Hat sich aber herausgestellt, nein, hier sind die Shader aktiv. Wenn ich sie nämlich jetzt deaktiviere und jetzt reingehe. So. Tada, alles weiß. Ne? Man sieht überall hier oben die Schrift, aber man sieht keine Bilder. Das heißt, die Entities an sich sind da. Sie werden dargestellt. Aber die Art und Weise, wie die gerendert werden, ist wohl so, dass das tatsächliche Rendern der Bilder von Shadern übernommen wird. Was ein bisschen okay, ne, ist, aber ne, so scheint es zu sein. Oder sie scheint zumindest in einer Art und Weise gerendert zu werden, dass sie immer noch das nachträgliche Nachbearbeiten durch die Shader benötigen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind halt die Entities da, aber man sieht halt keine Bilder. Ich habe dann, weil halt, wie gesagt, bei mir lokal in meiner Config, also mit meiner lokalen Spielversion, waren die halt nicht da. In meinem Let's Play waren die aber da. Und deswegen habe ich dann die ganze mytest.conf auf den Kopf gestellt, woran das liegt.
Und hab dann paar Settings. Mir war schon klar, dass es irgendwas mit dem Rendering zu tun hatte. Von daher habe ich dann versucht, eine Config nacheinander umzuändern. Ja. Bis ich das dann runtergebrochen habe auf die Shader-Conf. Also auf die Shader-Einstellung. Und schon, voilà, funktioniert alles. Ja, also wie gesagt, hier bei uns im Let's Play hat es sowieso funktioniert. Aber jetzt funktioniert es auch, wenn ich lokal spiele. Das war nämlich schon sehr verwirrend. Ich dachte mir schon, dass die Mod mit der neuen MyTest-Version nicht funktioniert. Aber nee, alles wunderbar. So, das heißt, wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Okay, wir haben jetzt hier soweit alles fertig. Wir brauchen noch Wasser. So, und bei dem Wasser müssen wir jetzt, glaube ich, aufpassen. Weil das Problem ist, um den Reaktor zu starten, muss hier überall Wasser sein. Und glaube, wenn man hier Wasser raufpackt, geht das Wasser nur nach da, da, da und da. Das heißt, die Ecken bleiben, glaube ich, frei. Jetzt ist die Frage, wie kann man das überprüfen? Ich müsste also eigentlich hier nochmal aufmachen und dann gucken, wie das Wasser runterfließt. Ich glaube, das machen wir auch mal. Hier ist der Ausgang. Habe ich meine wunderschöne... Ja, ich habe noch ein paar wunderschöne Spitzhacken. Dann breche ich da die Decke nämlich nochmal auf. So. Ne, noch können wir alles machen. Noch ist ja der Reaktor nicht aktiv. Das heißt, noch können wir hier basteln. Freudig, wie wir sind. Verdammt. Ich komme nie wieder hoch. Hey, Leiter, komm zu mir. Komm zu Papi. Was? Achso, ja. Ist ja. Falscher Account. Achso, wir brauchen sowieso noch einen Wassereimer, ne? Haben wir einen Eimer? Eigentlich müssten wir einen Eimer haben. Nö. Gut, dann basteln wir uns mal schnell ein. Aber ich will jetzt hier nicht einen Eimer basteln, obwohl wir dann noch 20 irgendwo rumstehen haben. Also siehst du, hier haben wir sogar einen direkt mit Wasser gefüllt. Ist doch geil. So. Weißt du was? Ich mach mal... Ja, doch, komm hier. So, das Ding hier kann bleiben. Ich hoffe mal, wir sehen trotzdem alles. Ach, leck mich doch. Okay, wir brauchen mehr Leitern. Haben wir hier Leitern drin? Ja, Stahlleiter. Egal, drauf geschissen. Problem ist halt, wir brauchen die Items da unten. So. Her damit. Dankeschön. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, okay, das geht. Verdammt. Aber weißt du was? Leck mich. Dankeschön. Geht doch. Alter. So. Jetzt wird's spannend, wenn ich das fest darauf mache. Verdammt. Ja, Shift-Click geht nicht, wollte ich da runter. Obwohl, doch geht er trotzdem. So, genau. Siehst du? Es geht nämlich nur zu den vier Dings dann. Ah, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Verdammt. Gut, dann machen wir also doch überall richtig Wasser. Das heißt, geht mal kurz her. Wir brauchen noch einen zweiten Eimer. So. Und dann machen wir auf der klassischen Methode einfach überall richtig komplett klassisch Wasser. Ist ein bisschen umständlich, aber hey, ob so funktioniert. So, das heißt... Geh mal weg jetzt hier. Oh Gott, okay, kann ich schon. So und so. So und so. Perfekt. Und das gleiche jetzt auf jeder Ebene. Ja, schön ist, wenn dieses Geräusch aufhört, weiß man immer ganz genau,
Okay, es ist überall Wasserblock. Weil fließendes Wasser macht immer dieses Geräusch. Von daher kann man das immer relativ gut sehen. So. Und hier müsste jetzt gleich überall Wasser sein. Perfekt. So, nächster Schritt. Okay, Automatikstart ist bereits deaktiviert, genau. Weil wenn ich jetzt gleich die Brennstäbe reinmache, dann möchte ich nicht, dass er direkt anfängt hier so zu rotieren. Das wäre ein bisschen sehr beängstigend. So, die RG-Stäbchen waren jetzt bei mir im Raum. Ah ja, übrigens, man sieht, ich glaube, das war bei den letzten Folgen noch nicht der Fall. Wir spielen mittlerweile mit Tag-Nacht-Rhythmus. Also meine Server laufen alle mit Tag-Nacht-Rhythmus. Wir werden also auch mal das Haus hier ordentlich beleuchten. Der Spawn ist nämlich jetzt überall auch extra deswegen jetzt beleuchtet worden mit schönen Kerzen, Laternen. Die ganzen anderen Sachen, also mein Hotel und so, die waren ja auch schon alle beleuchtet davor. Das heißt, da ist überall Licht und man hat doch schon in meinem AKW gesehen. Bei den Zentrifugen waren an der Decke jetzt auch Lampen dran. Ne? Kann man sich auch nochmal hier bei Nacht ansehen, wobei, nee, ich habe da ja keinen Homepunkt gesetzt, ne? Habe ich? AKW? Ne, habe ich nicht. Achso, und ja, man sieht, die Sprintmod ist aktiv. Man kann jetzt wieder auch sprinten. Ja? Okay, außer man ist so wie ich quasi am Verhungern. Dann nicht mehr. Hatte ich noch was? Irgendwas wollte ich noch? Ich weiß nicht gar nicht. Weiß ich noch was? Was war denn noch? Keine Ahnung. Okay. Bis wir da sind, ist es wieder Tag, ne? Also, wobei der Tag-Nacht-Rhythmus ist relativ niedrig eingestellt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auf welchem Wert, aber glaube 24. Das heißt immer 30 Minuten dunkel, 30 Minuten hell. Also halt. Ein Tag geht halt eine Stunde. So. Ja. Hoch damit hier. Okay, langsam wird es merklich dunkel. Na, und es gibt natürlich ne, schon seit jeher Monster. Und dadurch, dass es jetzt Tag-Nacht-Rhythmus gibt, hätten wir uns mal tatsächlich mal eine Rüstung anziehen sollen. Habe ich eine? Ach ja, ich habe eine. Okay, let's go. Dann kann uns ja quasi nichts passieren. Ich habe mich den ersten Scheißwerk rum, ne? Ah, super. Genau, hiervon haben wir 9 Stück. Warum haben wir davon 9? Müssen wir davon nicht auch 7 haben? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, hier ist ja der gesperrte Tunnel. Da unten ist der gesperrte Tunnel. Und jetzt gehen wir hier. Yeah. Sehr geil. Habe ich was zu essen dabei? Nee, ne? Verdammt, verdammt. Ach, doch, habe ich. Oh, komm, Spiegelei hier. Können wir noch hier Spiegelei mit Schweinekotelett? Okay, halt, falsch. Da. Das Problem, wenn man mein Klon und mein Test spielt. Yeah. Oh, schon können wir sprinten. Wuhu. Ja, ich habe schon die Sprinting-Zeit relativ hoch gesetzt am Anfang. Also, wenn man die Mod standardmäßig installiert, kann man, glaube ich, nur 2 Sekunden oder so sprinten und dann ist es bereits vorbei. Ich habe jetzt das Ganze schon ein bisschen höher gesetzt, dass man wesentlich länger sprinten kann. Aber wie man sieht, ist es trotzdem nicht so lang. Aber gut, ich meine, ist relativ mehr am Realismus geknüpft. Weil ja, ne, im Echten kann man ja auch nur bloß ein paar Meter sprinten. Weil ich meine, laufen tun wir sowieso schon die ganze Zeit, ne? Ich meine, normal gehen wäre ja ungefähr eher so hier. Das heißt, schnell laufen tun wir sowieso schon die ganze Zeit. Dieses Sprinten ist also wirklich das, was man auch im Echten als Sprint bezeichnet. Und
Von daher kann man das im Echten auch nicht so lange. Aber wie gesagt, so ist es schon realistischer als mit der Standardkonfiguration, weil, wie gesagt, bei der Standardkonfiguration kann man irgendwie nur 3 oder 2 Sekunden sprinten und danach ist die halbe Hungerleiste leer. Also, das war mir doch ein bisschen zu krass, deswegen habe ich da ein bisschen rumoptimiert. So, genau, hier siehst du. Hier hat man jetzt überall so schön Licht, ne, und der Boden sogar ist ein bisschen beleuchtet, aber man kann auf jeden Fall alles erkennen. Und bei meiner Zentrifuge. Oh, auf der Seite kommt man gar nicht rein, vergessen. Ich gehe normalerweise überall mit Noclip rein. Hohohoho. Jemand wie ich braucht keine Türen. Ja, hier hat man sogar 2 rein, weil in der Mitte ja ja, die Wartungsklappen sind oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also man sieht überall beleuchtet. Und auch die AKWs selber sind beleuchtet. Man hat nämlich hier sowohl Außenbeleuchtung für den Weg, als auch in drinne Beleuchtung, weil das einfach Blöcke sind, die entsprechend also auch in leuchten. Ja, damit man auch drinne beim Warten irgendwie Licht hat. Also nicht warten im Sinne, also die technische Wartung. Nicht das Warten, dass irgendwas passiert. Ja, ja, mein Hotel hat ja sowieso schon immer Licht gehabt. Jetzt kann man das auch betrachten. Unten hinten mein Haus hat ja auch Licht. Das ist sogar schaltbar. Jetzt kann man gleich mal hingehen. Wie gesagt, hier, das kennt man ja schon. Ist ja schon länger Licht. Kann man hier irgendwo reingehen kurz. Solange es noch dunkel ist. Oh! Tuadi ist beigetreten. Wir kommen im Let's Play. So, was jetzt? Genau, genau. Ich wollte mir hier mal, ne, so einen Raum mal gucken. Ah, man sieht hier Licht. Nicht so wie bei unserem Haus. Also unserem Hotel, was wir im Let's Play gebaut haben. Da kann man ja in jedem Raum das Licht an- und ausschalten. Das geht hier nicht. Aber da habe ich ja da hinten ein bisschen rum experimentiert. Oh, gleich kann man nicht mehr sprinten. Egal, gleich sind wir auch da. Und schon sind wir da. Hat ja fast genau gereicht. So. Yeah. Das funktioniert jetzt mittlerweile auch. Ich muss ja diesen ganzen Transmitter und Receiver muss man immer wieder neu konfigurieren. Okay, man merkt hier so ganz schön viele Objekte in der Nähe. Die Framerate geht merklich runter. Obwohl ne 60 FPS. Okay. Bop. Ne, weil hier hinter sind da überall diese WLAN-Dinger. Ne, hier hinter. Oder wo waren die Dinger? Ich weiß gerade gar nicht. Glaube auf der Seite. Und dann hat man im Dach selber auch noch so ein Gegenstück. Und das Problem ist halt, dass die nach dem Server-Update, also nach dem Update von der Mod, allesamt nicht mehr funktioniert haben. Deshalb musste ich die alle neu platzieren. Achso, da kommt das Licht von unten wahrscheinlich, ne? Ja, das ist natürlich blöd, weil hier Slats drin sind. Das heißt, das Licht scheint von hier unten nach oben durch. Aber gut. Ja, es ist dunkel in Berlin. So. Yeah. Sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Also Tag-Nacht-Rhythmus hat was, deswegen habe ich es ja auch eingerichtet jetzt. Man muss halt jetzt nur entsprechend alles anpassen für die Gebäude, die noch keine Beleuchtung haben, so wie unsere Let's Play-Hütte. Was wir dann im Rahmen des Let's Plays irgendwann machen werden, keine Ahnung. So, gehen wir wieder nach Hause. So. Und wo habe ich denn das Futter? Wo ist die Futterkiste? Hallo? Futterkiste. Haben wir keine? Ach ja, wir alles unten in diesen Drawern. Keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht. So, hier ist Abbauzeug. Und hier müssten die ganzen, genau. So, wie viele Äpfel haben wir? Ein paar. Ups, nein, ich wollte.
So. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal in der nächsten Folge denn das andere Hotel an. Und dann, ja. Schauen wir mal, wie es da. Wie gesagt, da dürfte wahrscheinlich alles nicht funktionieren, weil diese ganzen WLAN-Transmitter und Receiver nicht funktionieren. Aber, mal schauen. Bis dann.